Schweizer Offiziersmesser, Victorinox-Messer, sind einfach großartig. Aber vielleicht hast auch du das Problem, dass du mit deinen Fingernägeln besonders hinten bei der Ahle irgendwie zu wenig Kraft hast. Entweder sind die Fingernägel zu lang, zu kurz, zu rissig. Aber mit der patentierten Reini Rossmann, ja, Steckhülle, ist das ganz einfach. Und zwar, du kannst hier ganz einfach all die Werkzeuge ohne großen Kraftaufwand aufmachen, selbst wenn es keine Fingernägel hättest. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, denn du kannst es auch als Neckknife benutzen. Wenn dir das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist mir eine Freude, das Made in Austria, direkt aus der René Rossmann Werkstatt, Steckhüllending für Victorinox Messer vorzustellen, das auch automatisch einen Öffnenmechanismus für gequälte Fingernägel. Ich bin dann nämlich auch einer davon, besonders bei der Ahle hier hinten ist das total unangenehm. Ja, das freut mich, dass ich dir das zeigen kann. Und diese Teile hier bauen wir hier selbst in Österreich. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir unten den Link in meinen Shop, fange gleich einmal an. Gib dem Video Daumen nach oben bitte. Lass ein Abo da und bitte teile das Video und erzähl so vielen Leuten wie möglich, dass es dieses geniale Ding hier gibt. Nämlich, wird ausgeliefert mit einer nicht rostenden, nickelfreien Kugelkette, damit du dich auch nicht aufhängen kannst, reißt die ab einer gewissen Krafteinwirkung. Mit diesem kleinen Knupp hier hast du das Messer an der Hand und kannst dann diesen hier machen und das Messer öffnen, deine Arbeiten erledigen, rabumsti kabumsti und dann diesen hier machen. Und das Genialste an der Sache ist, dieses Ding hier, das hält. Und du kannst noch immer diesen hier machen. Ich finde das super. Ja, ich bitte einfach um Verständnis, dass ich mich freue wie ein kleines Kind. Wir haben das für unterschiedlichste Modelle jetzt schon im Sortiment. Nämlich mit, wie gesagt, mit dem patentierten Reini Rossmann Öffnenmechanismus für... Das ist einfach so genial. Und zwar für die meisten Messer, wo das Sinn macht. Ne? Wir werden das erweitern, es wird da immer mehr dazu geben, aber wir starten jetzt einmal mit dem Lieblings-Victorinox-Messer von Felix Simler. Wenn du den nicht kennst, das ist der Victorinox-Messer-Projekte-Gott. Und der hat mir gesagt, Huntsman. Und daher haben wir das Huntsman, eine wunderbare Steckscheide gebaut dazu. Ich finde das absolut super. Funktioniert großartig. Wir haben das jetzt lange Zeit getestet und es taugt mir total. Also für das Huntsman, da ist auch der Mountaineer mit dabei, auch der geht. Und dieses Fisherman, auch da gibt es die Möglichkeit, habe ich das vielleicht sogar dabei? Genau. Das hier, dieses Fisherman, auch das geht mit rein. Das heißt, du hast jetzt hier die Möglichkeit, all die, das ist dieselbe, weil es dasselbe Messer vom Durchmesser her ist und von der Form sind halt nur ein paar andere Werkzeuge mit dabei, funktioniert das sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich gebe da billige Eigenwerbung den Link in meinen Shop und kannst du dieses Teil hier auch holen. Dann haben wir es für den Spartan, ja, das ist sozusagen die spartanische Variante, für den Camper und für den Hiker und für das Army 1.0, das ist dieses Allox-Messer hier, auch für das haben wir das wunderbar. Und wir rollen jetzt Schritt für Schritt die Messer aus, bei denen das Sinn macht. Ab einem gewissen Gewicht, wenn die zu groß oder zu breit sind, dann hält diese Kunststoffscheide ganz einfach nicht mehr. Und dann macht das auch keinen Spaß und aus unserer Sicht auch keinen Sinn. Und daher werden wir es nicht anbieten. Dafür haben wir ganz einfach andere Scheiden im System. Nämlich Gürtelsteckscheiden, die du dir auf den Gürtel hängen kannst, aber das zeige ich in einem anderen Video. Aber das Geniale eigentlich an der ganzen Sache, das muss man wirklich dazu sagen, das ist das hier. Du nimmst dieses Huppelding hier, nimmst es in den Finger und öffnest damit mit dem patentierten Reini Rossmann Öffnenmechanismus. Das ist so cool! Ja, dieses Messer hier und hast einfach deine Freude. Besonders bei der Ahle, ich sag's dir, besonders bei der Ahle, da haben ganz viele Leute ganz viele Probleme. Mit dem hier ist es kinderleicht, es ist fast wie ein Fingerhut und es ist so simpel und trotzdem so effektiv. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, ja, dann bitte kauf das Teil bei uns ein, teil das Video, sag so vielen Victorinox-Nutzern, dass es so etwas hier gibt. Und das taugt mir irrsinnig, da mag ich mich jetzt schon bei dir bedanken. Ich mag mich an der Stelle bei Claudia, unsere Chefentwicklerin, die ich permanent mit Ideen und anderen Zeugs zu Mülle bedanken, für die großartige Lösung. Das ist einfach super geworden. Ich mag mich bei Manuela bedanken für die vielen Tests, die sie gemacht hat und für das Feedback. Das wollte ich auch einfach einmal sagen, dass die Leute im Team, die da Vollgas gegeben haben,
einfach auch einen öffentlichen Credit kriegen. Und ich bin mir sicher, dass es den einen oder die anderen noch einmal interessiert, wie das genau funktioniert. Zum Beispiel hier jetzt die kleine Klinge, du setzt das 90 Grad an und ziehst ja, über diesen Nagelrau, glaube ich, so heißt dieses Ding, ja, das Werkzeug auf. Ja. Geht auch bei der Schere, wo ist sie denn, muss ich immer schauen. Du setzt das 90 Grad an und ziehst es nach oben und kannst dann öffnen. Und ich finde, das ist einfach wirklich eine großartige Sache, um ja, das Victorinox, das so alt ist, so cool ist, so MacGyver-mäßig ist. Ja. Ich habe MacGyver gesagt, ja. Mit dem Teil hier bin ich der Meinung, dass man dieses Messer, das von vielen Leuten geliebt wird und von manchen verschmäht wird, genau wegen diesem Ding hier einfach aufwertet. Und ja, es kann hier eine Renaissance für all jene bieten, die es mit den Fingernägeln nicht aufkriegen. Und das ist einfach, yeah. Wenn du sagst, Victorinox-Messer taugen wir überhaupt nicht. Ja, wir haben auch andere Produkte im Sortiment, nämlich feststehende Messer. Wenn das eher so dein Ding ist, gebe ich da auch unten den Link. Und ich bin ein billiges Eigenwerbet-Träger-Dingsbums. Das war's. Billige Eigenwerbung, den Link gebe ich dir da unten. Hol dir das Ding. Wir werden es nach und nach ausrollen für viele, viele Victorinox-Messer, aber nicht nur für Victorinox-Messer. Es gibt es für Otter-Messer, es gibt es für Benchmade-Messer, das Ganze gibt es für La Guillol. Wir arbeiten daran. Wir machen hier ein großes Sortiment und du wirst in den nächsten Wochen sehen, ob auch dein Messer dabei ist. Wenn dir das interessiert, lass dem Kanal hier bitte ein Abo da. Trag dich auch bei uns unten im Shop in unseren Newsletter ein. Dann kriegst du auch die neuesten Informationen zu dem Thema. Ich sage danke für alle, die da dabei waren. Danke und ich hoffe, dass das hier etwas ist, das sehr vielen Leuten helfen kann, mehr Spaß an Victorinox zu haben und ja, vielleicht den Spaß an Victorinox zu finden. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.